Wunderschönen Freunde der Sonne und herzlich willkommen aus Gröden. Auf der Seceda eigentlich. Wir befinden uns nämlich gerade auf 2500 Metern Höhe. Vielleicht sollte man noch mal ganz kurz erwähnen, wie spät es ist. Es ist ja relativ früh noch. Wir haben 7:30 Uhr morgens. Die Sonne ist gerade aufgegangen. Eigentlich wollten wir den Sonnenaufgang sehen, aber es ist ein bisschen zu spät. Aber wir werden hier gleich einmal runterfahren und ich habe sowas, glaube ich, noch nie gesehen. Das sieht so wunderschön aus. Hier sind einfach die Dolomiten und mein Baby darf gleich das zweite Mal hier einfach den krassesten Hang runter. Ja, vielleicht sollten wir das auch noch mal ganz kurz erwähnen für die Leute, die es nicht mitbekommen haben. Ich habe ja vor 2 Tagen das erste Mal auf Skiern eine kurze Distanz zurückgelegt, ein paar Mal hingelegt und so. Ganz okay angestellt, aber hier wird das Ganze jetzt intensiver. Und wie Sabibu gerade gesagt hat, ich zeige euch das mal. Es ist sick. Befinden wir uns auf der Spitze der Dolomiten und es sieht wunderschön aus. Man kann hier einmal kurz runterschauen, damit ihr so ein Gefühl habt, wie hoch wir sind. Was hattest du gerade gesagt? 2500 Meter? Ja. 2500 Meter und wir fahren jetzt tatsächlich über 10 Kilometer diesen Weg wieder runter. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll, aber Baby, du musst mich retten. Ja. It is. No, my body is fine. It's how I'm feeling inside that's annoying my vibe. Got a letter from here, another email from there. Now who I'm gonna listen to when it comes to crime? I'm 40, I'm ready, committed to changing. Now who to blame when no one else is giving? There's so much room for faith, room for faith. There's so much room for faith, room for faith. Schatzi stellt sich so gut an. Ich bin so stolz auf ihn, obwohl es wirklich jetzt nichts für Anfänger vielleicht ist. Das Gute ist ja, dass wir einen Skilehrer haben. Und dementsprechend bekommt er hier nochmal ein paar Tipps und Tricks. Obwohl ich muss sagen, für mich ist es jetzt nicht so steil. Aber für jemanden, der jetzt das zweite Mal Ski fährt in seinem Leben, macht er das richtig gut. Super! Oh. Super! Jetzt ist schon viel besser gegangen. Ne? Okay. So ohne Stöcke ist gut. Ich muss einfach probieren. Schön mit den Armen. Ich probier's aus. Aber Schatz, kannst du überhaupt diese wunderschöne Kulisse genießen? Ja, wo sind wir hier überhaupt? Ich weiß nicht. Ich dachte ja, wir sind schon angekommen gerade. Jetzt geht's noch weiter. Aber jetzt sieht man, jetzt fahren auch schon andere Skifahrer. Das Geile war ja, wir waren die allerersten und hatten die ganze Piste nur für uns. Und jetzt merkst du, dass hier einige mit so krass Vollspeed runterfahren. Deswegen, ich bin gespannt. Ich gehe jetzt zu Fuß. Okay, let's go. Wir haben jetzt einmal die Piste gewechselt. Und zwar sind wir quasi auf der anderen Seite der Seceda bei der Pizzella. Immer noch hyped. Ich habe richtig Spaß dran. Ist immer noch ein bisschen schwierig. Beine sind noch ein bisschen wackelig. Aber ich glaube, mit jeder Kurve lernt man ein bisschen dazu. Es ist auch sehr viel Kopfsache. Ja, auf jeden Fall. Weil gerade wenn die Piste mal ein bisschen steiler wird, dann habe ich immer das Gefühl so, oh, jetzt bloß nicht stürzen, weil dann ist Game Over. Vor allem jetzt wird dir ja das Parallelfahren beigebracht gerade. Genau, weg vom Schneepflug. Das bedeutet, dass ich auch mal ein bisschen Geschwindigkeit aufbauen kann. Und ja, und sieht auch einfach schöner aus, wenn man so parallel fährt. Genau. Ja, jetzt kommen die Profischritte. Gib mir noch 2 Stunden, dann kann ich das. Auf jeden Fall sind hier die Pisten ein bisschen leichter, weil bei der Seceda war es ja doch sehr steil. Da gab es Abschnitte, da hatte ich schon Panik. Und hier sind sehr viele blaue Pisten und auch die Kulisse ist wunderschön. Das werdet ihr gleich sehen. Und jetzt trinken wir schnell was und dann geht's auch schon weiter. From my old man, yeah, my patience for some reason is running low, it's unempty, yeah. Only you look out for yourself then, it's obvious to me that you're taking never giving, continue to put the blame on me,
Bin mal gespannt, was hier passiert. Es wurde eine Gondel für uns vorbereitet mit irgendeiner Überraschung. Was das genau sein wird, werden wir vielleicht halten. What? Was habt ihr denn da Schönes gemacht? Oh mein Gott! Was ist das denn hier? Was ist das? Dankeschön! Das ist Christina-Glas. Christina-Glas! Ich glaube, das ist die weltweit einzige Business-Class-Gondel, die existiert. Christine, danke dir vielmals. Yeah, sehr cool. Dankeschön. Wir müssen uns hier mal ganz kurz umschauen, was hier alles ist. Unbedingt aufnehmen. Das muss aber nicht geleert werden, bevor wir oben ankommen, oder? Natürlich, müssen wir. Existiert diese Gondel so in dieser Form immer? Das ist unsere VIP-Gondel. Ihr seid ja VIPs in Gröden heute. Oh nein, jetzt fühle ich mich geehrt. Genießen wir doch mal eine Runde. Business-Gondel. There's so much room for me, room for me. There's so much room for me, room for me. Wow. Wow, in vielerlei Hinsichten. Es ist wunderschön hier und wir sind komplett am Ende. Ja, ich habe Sonnenbrand. Ich bin fertig, Freunde. Das ist so das Lustigste. Ich habe jetzt schon Beinschmerzen, Arschschmerzen, nicht nur Piste den ganzen Tag, Mountainbike, sein Leben Tour. Ich habe mich so gemault, Freunde. Das ist leider nicht auf Kamera gewesen, ja, weil du irgendwie um die Ecke warst. Aber ja, ich bin geflogen. Aber ja, erzähl mal. Bisher? Also ich muss sagen, dass es relativ zügig jetzt ging, dass ich sogar von mir selbst sagen kann, ich sehe Fortschritte im Skifahren. Es ging relativ schnell, natürlich auch dank der professionellen Nachhilfe. Anfänglich war es ja so übertrieben ehrgeizig und man fällt mal und dann wird das Gitzebrüche-Ego angekratzt. Ich habe Schiss gehabt, in die Hosen geköttelt. Leute, ihr kennt es. Und jetzt ist es halt wirklich soweit, ey, ich bin wirklich stolz darauf, dass ich durchgezogen habe und ich wirklich lege es jedem ans Herz, Ski zu fahren. Ja. Bitte, einmal im Leben müsst ihr das für ein paar Tage ausprobieren. Ihr werdet es lieben. Also ich auch. Direkt wieder voll drin. Und ich muss sagen, nächstes Jahr sind wir safe wieder hier. Österreich war wunderschön, aber ich muss persönlich sagen, Südtirol hat mir noch einen Ticken mehr gefallen. Allein schon die Dolomiten, die Landschaft. Das war einfach... Ach, wir sind auf jeden Fall nächstes Jahr wieder am Start, wenn nicht sogar Ende des Jahres oder so. Ich weiß nicht, wann die Saison wieder beginnt. Es wird direkt am ersten Tag so an der Tür klopfen. Mach die Piste auf. Aber ich bin auf jeden Fall mit meinen Eltern hierher. Das wird dein Bruder, vielleicht dein Daddy. Mal gucken, Bruder, weißt du? Der muss das auch durchmachen, ey. Das wäre echt richtig cool. Das Geile, Freunde, ist ja, dass hier überall Pisten sind. Insgesamt erstrecken die sich über 1200 Kilometer. Das heißt, du kaufst dir einen Skipass und kannst einfach überall alle Pisten nutzen und du kannst jedes Mal eine neue Strecke fahren. Heute auch, wir sind gefahren, also Sicilia sowieso 10 Kilometer, gib ihm. Später waren wir auch nochmal, wo wir überall verschiedene Strecken gefahren sind und ich war völlig verwirrt und dachte, wo sind die? So ein Labyrinth. Das Coole ist ja tatsächlich, ich weiß nicht genau, ob dem Typen die Pisten gehören, aber der hat hier scheinbar in Südtirol diesen Super-Skipass erfunden. Das heißt, das ist hier das erste Mal gewesen, dass quasi so viele Strecken mit dieser einen Karte halt befahren werden können. Und das ist mega cool. Genau. Und die Saison geht auch noch 2 Wochen. Das heißt, man kann auch den kompletten März hier auch nochmal schön Skifahren. Ja. Und man hat einfach, wir hatten ja auch echt mega Glück, muss man sagen, gerade mit dem Wetter. Deswegen, ich bin gespannt, wie ich morgen aussehen werde. Verbrutzelt.
Ja, wir sind auf jeden Fall nicht das letzte Mal hier. Ihr könnt ja sehr gerne mal schreiben, wenn ihr Skifahren wart, wart ihr auch schon mal hier? Weil einige Zuschauer haben mir geschrieben, würde mich sehr interessieren. Wir sind safe nächstes Jahr oder Ende des Jahres wieder hier im Start. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Die nächsten Tage chillen wir ein bisschen. Ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall wieder, wenn wir zurück sind. Und dann geht es auch ziemlich zügig nach Lombok. Wir freuen uns sehr, euch auch dort mitnehmen zu dürfen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert sehr gerne diesen Kanal. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Stay positive, wie immer. Tschüssi.